Das ist keine Kleinigkeit. Mom und ich haben ein Detektivbüro beauftragt. Die Chefin will uns dringend persönlich sprechen. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Sprechen wir Klartext. Er hat noch ein Kind. What? Er bekommt Kinderbeihilfe. Oh my gosh. Yes. It's all ganz offiziell. Oh my gosh. Es gibt noch ein Kind. Wow. This is crazy. Ich kenne nur Leonie. Der Junge ist 9. Ein 9-Jähriger, von dem keiner weiß. Ich bin echt schockiert. Ja ist bald 6 Jahre mit meiner Schwester zusammen und hat einen 9-jährigen Sohn, von dem keiner weiß. Ich bin sprachlos. It's okay. Das tut mir so leid. So, so sad. Sie liebt Ja bedingungslos. Sie wäre längst mit der Schule fertig und könnte auf eigenen Beinen ihr Leben leben. Aber sie hat zurückgesteckt. Für Ja und seine Tochter. 2 Kinder. I'm shocked. How is a person? Wie kann man jemandem einen Heiratsantrag machen, ohne ihm vorher zu sagen, dass man noch weitere Kinder hat? Children. Er hat ihr das 6 Jahre verheimlicht. Aber Leonie hat er nicht versteckt. Why would he hide the first one if he didn't hide the second one? Right. Vielleicht hat er noch was mit der anderen Mutter. Keine Ahnung. Deshalb ist er so still. Ich weiß nicht, ob Winter bei ihm bleibt. Das wird jetzt erstmal noch schlimmer, bevor es besser wird. Er hätte ihr sagen müssen, dass er noch ein Kind hat. Von Anfang an. Sowas verheimlicht man nicht. Er ist mindestens 26. Er ist noch zur Schule gegangen, als er Vater wurde. Vielleicht schämt er sich dafür. Die Leute verurteilen Teenager-Schwangerschaften. Das hätte dir auch passieren können. Das ist ein ziemlicher Schlamassel, in den er Winter und sich da reingeritten hat. Aber jeder Mensch macht mal Fehler. Bei Pedro hast du ganz anders reagiert. Weil du und Pedro euch von anderen ausnutzen lasst. Hättest du erfahren, dass Pedro uns ein Kind verheimlicht, wärst du direkt zu ihm gefahren, mit Elektroschocker. Wenn Pedro irgendwo einen Sohn hat, würde mich das gar nicht wundern. Vielleicht hat er noch eine ganz nette Familie. Aber bei Ja überrascht dich das? Ja, allerdings. Diese Information ist sehr hilfreich. Wenn Ja sich nicht traut, etwas zu sagen, weil er sich schämt, können wir ihm dabei helfen. Wir müssen mit den beiden darüber reden, warum er nichts gesagt hat. Das bricht ihr das Herz. Ja, das wird ein Schock. Ich schaff das nicht. Sie können ihr das nicht verschweigen.
Y'all cannot not tell her. Klar, ich muss Winter das sagen. I have to tell Winter. Ich sehe Leonie sehr oft. Sie liebt Winter und Winter liebt sie. Ich bin gespannt auf Jars Erklärung. Darauf war ich nicht gefasst. Aber ich muss das sofort mit ihm klären. Ich muss wissen, warum er Winter das verheimlicht hat. Hi, Ja. Ja, do you mind? Was macht ihr hier? Mom hat Ja etwas zu sagen. Ich habe etwas erfahren, wovon Winter nichts weiß. Tut mir leid. Du hast einen Sohn. Warum hast du Winter das nicht längst gesagt? Schon vor 6 Jahren. Was ist los? Ja, sag etwas. Wahnsinn. What do you mean? Yeah, it is. Allerdings, du hast einen 9 Jahre alten Sohn. Ihr seid seit 6 Jahren zusammen und meine Schwester weiß nichts davon. Bis jetzt. Das ist Wahnsinn. Ich fasse es nicht. Ich auch nicht. Hast du dich geschämt? Oder hattest du Angst? You can't start a relationship. Man kann seiner zukünftigen Ehefrau doch nichts über seine Familie verheimlichen. Besonders kein Kind. Gerade Kinder. Krank. Stimmt das? Ob das stimmt? Antworte ihr. This is crazy. This is not how. So wollte ich Winter das nicht sagen. Talk to Winter, you know. Hier sage ich nichts. Wir finden das auch krank. You know. This is crazy. Ihr spinnt. Yeah. Winter. Winter. What? Wo willst du hin? Ich muss raus.